Hallo und herzlich willkommen zum 43. Filmfest Max-Ophüls-Preis. Ich begrüße ganz herzlich den Regisseur Jan-David Bold mit seinem Film Phlegm. Herzlich willkommen. Hallihallo. Du machst ja wörtlich genommen die Banker zur Schnecke. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich glaube zuerst, ich war einfach mal in Zürich unterwegs und habe mir so die neuesten architektonischen Geniestreiche angeschaut. Also hier entstehen jetzt ziemlich viele neue Geschäftsviertel. Ich wohne gerade neben der Europaallee, die ist am Hauptbahnhof. Und da sind jetzt ganz neue, moderne, so halbhohe Häuser entstanden, alles mit Glasfassade. Und als ich dann da auf dem Platz stand, war ich so, boah, aber der Platz ist irgendwie überhaupt nicht einladend, da zu verweilen. Und dann, je länger ich irgendwie so ein bisschen durch Zürich gestreift bin, desto mehr solcher Plätze habe ich irgendwie entdeckt, solche Unorte, die irgendwie da gepriesen werden, als ist wahnsinnig schön und durchdacht und hat Konzept, aber da sitzen oder länger sein möchte man eigentlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, was, wenn man an so einem Platz für immer sein muss? Das war so ein bisschen die Ausgangslage. Dann kam ganz viel dazu. Dann entstand ein Streitgespräch zwischen einem Banker und einer Schnecke. Und dann ging das Streitgespräch wieder weg. Und jetzt haben wir das, komplett ohne Dialog. Ja. Warum hast du dich gegen Dialoge entschieden? Weil ich es sehr spannend finde. Also ich meine, der Film war ja ursprünglich rein visuelle Kunstform. Und weil ich auch denke, dass sich viele Sachen eigentlich besser erzählen lassen ohne Dialog. Und auch, wie soll ich sagen, es bietet sich dann an, universale Themen zu verhandeln oder Geschichten zu erzählen. Und das Coole ist, die Sprachbarriere fällt. Also der Film ist auch im Ausland, kommt er gut an und wird auf irgendeine Art verstanden. Hat gerade in Macau hat er Preise gewonnen. Also auch da versteht man, glaube ich, das. Und das hat mich gereizt. Es zwingt dich auch dazu, ziemlich krass zu reduzieren und zu präzisieren. Und das ist eine ziemlich geile Übung. Ja. Der Film ist dein Abschlussfilm an der Zürcher Hochschule der Künste. Hattest du irgendwelche Auflagen? Ja, schon, ja. Also ich glaube, die erste große Auflage ist, dass man praktisch kein Geld hat. Also so rein finanziell, ich glaube, die Schule hat so 500 Franken zur Verfügung gestellt und ich habe dann selbst noch ein bisschen zusammengekratzt aus 2, 3 Förderstellen, die überhaupt in Frage kommen, weil es ist so, dass man eigentlich nicht wirklich gefördert wird, wenn man an der Schule ist. Das zählt ja dann irgendwie als doppelt subventioniert. Ja, letzten Endes hatte ich nur so viel Geld, das hat dann gereicht für irgendwie, naja, Pizza und Benzin. Aber ja, das war schon die größte Einschränkung eigentlich. Also man konnte dann keine Riesensprünge machen und war dann immer angewiesen auf Hilfe von Freunden, von Mitstudierenden und dann auch von Geschäften, die da eigentlich geschlossen waren um die Zeit. Weil wir haben das während der Pandemie gedreht, also vor 8 Monaten oder so, also irgendwie letzten April. Und da war eigentlich alles zu, das war dann ziemlich schwierig. Also da hat es gar keine Restaurants mehr, die irgendwie uns verpflegen hätten können. Da war dann per Zufall ein Pizzalieferant, der sich dann bereit dazu erklärt hat, ein paar Bänkchen zu stellen außerhalb seines neuen Geschäfts. Und ja, solche Einschränkungen waren halt da. Und ihr habt ja mit einigen Statisten gedreht, viele Anzüge im Einsatz, mit denen sie auch auf dem Boden rumkriechen mussten. Sind da nicht viele Anzüge kaputt gegangen? Wie habt ihr das gelöst? Ja, 2, 3 sind ein bisschen, waren kaputt. wir haben 2, 3 Anzüge gekauft. Aber das waren dann halt so, sehr günstige Angebote. Aber das sieht man ja dann eigentlich nicht, wenn die im Hintergrund rumturnen oder von ganz weit weg, dass da doch schon einige Risse entstanden sind. Und die Leute haben dann auch, die haben so Rollen bekommen auf die Brust. Also wir haben so kleine Röllchen gebastelt, so Holzplatten mit 4 Rollen, die sie sich dann so umschnallen konnten. Und dann drüber kam der Anzug.
also eigentlich so das meiste Gewicht war auf diesen lustigen Rollen, Eigenbau. Und das ging dann. Ich glaube, die Schuhe haben am meisten gelitten. Ich glaube, da musste ich dann noch drauf zahlen. Wie war es mit der Schnecke oder ich weiß nicht, gab es mehrere Schnecken zu drehen? Wo habt ihr die gefunden und hat die gleich gemacht, was ihr wolltet? Wir hatten drei Schnecken und die drei Schnecken hatten drei verschiedene Charakter, musste man sagen. Die eine Schnecke war sehr, sagt man, kamerageil. Ich weiß nicht. Es ist einfach immer, wenn wir sie hingesetzt haben, ist sie auf die Kamera zugekrochen. Ich habe mich im Vorhinein eingelesen, wie sich Schnecken orientieren. Man lernt dann immer seltsame Dinge, wenn man solche Filme macht. Und da habe ich gelesen, dass sich Schnecken jeweils immer zur größten Schwarzfläche hin bewegen. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn die auf die Kamera loskriegen, dann braucht man irgendwas Schwarzes da, wo sie hinkriegen soll. Und das hat dann sofort funktioniert. Ich war erstaunt, ja. Das Schwierige war, die Schnecken waren sehr lange im Winterschlaf. Die erste Einstellung, die haben wir tatsächlich nach allem gedreht, was wir gedreht haben. Das war das allerletzte, was wir machen mussten. Und ja, das war dann noch mal so ein bisschen ein Zittern und Bibbern, wann das die Schnecken dann erwachen und ob das reicht, bis ich mein Studium abschließen muss. Wahnsinn, was man da alles dazu lernt. Und wie habt ihr es dann technisch mit dem Zertreten gelöst? Was für ein Material habt ihr da dann genommen? Wir haben, also es gibt Schneckenhäuschen, findet man ja zuhauf, auch wenn man im Wald spazieren geht. Oder in unserem Fall haben wir das über das Internet bestellt tatsächlich. Und wir haben dann experimentiert. Letzten Endes war das eine Mischung aus Aloe Vera Saft, Kombucha-Pilz und Senf, was wir da in die Häuschen reingemacht haben und dann zertreten haben. Und die erste Schnecke, die haben wir einfach dann ausgetauscht sozusagen und haben dann in der Post, haben wir da zwei verschiedene Einstellungen übereinander gelegt. Ja. Wir müssen natürlich auch über den Hauptdarsteller sprechen, Pascal Ulli, der das großartig verkörpert, diese absurde Situation und diese Angst, aufzufallen und peinlich zu wirken und zu spät zu kommen. Wie hast du ihn gefunden? Kanntest du ihn vorher schon? Und ja, wie war dann die Arbeit beim Dreh? Habt ihr geprobt? Kam viel von ihm? Ich habe ihn kennengelernt an der Schule in Zürich. Er war beim Seminar war er dabei. Und ich habe ihn dann irgendwie aus den Augen verloren. Und als ich dann so eine erste Vorlage habe, habe ich mir gedacht, Moment, da war doch mal dieser Pascal, der dann auch immer gecastet wird für so ein bisschen kratzige Männerfiguren. Und dann habe ich ihm das Skript geschickt und der hat gesagt, cool, will ich machen, letzte Chance, eine Schnecke zu sein. Danach ist es mir zu anstrengend. Und ich arbeite jeweils so, dass die Schauspielerinnen dann jeweils ein so vierseitiges Psychogramm bekommen, also so eine ganze Backstory, sie sich da schon mal einlesen können. Und dann auf dem Set, also er hat die Rolle sehr schnell verstanden, um was es geht. Und das ging am Set ging es dann eigentlich eher darum, das irgendwie so ein bisschen die richtige Größe zu finden. Also er kommt eigentlich aus dem Theater, glaube ich. Also er hat beides gemacht. Viele Filme, aber ist öfter im Theater tätig. Das heißt, er konnte sehr viel anbieten und ich durfte dann eigentlich ein bisschen einfach das runternehmen, was zu viel war oder rhythmisierend irgendwie einwirken. Also war zu schnell, war zu langsam. Ein bisschen Inputs irgendwie, da geht's, das ist der Gedanke, den du denn da hast. Und ja, er kam halt perfekt als Pulverfass im Stress irgendwie. Also er war sehr gut für die Rolle. Sehr viel Power. Eine wichtige Rolle spielt ja auch das Sounddesign. Wie seid ihr da vorgegangen? Wir waren zu fünft. Wir haben zu fünft experimentiert. Wie sind wir da vorgegangen? Wir haben, ich glaube, zuerst mal war die Atmo dran. Also eine ganze Stadtatmo aufzubauen, mit all den Geräuschen und so. Also mit allen, mit den Trams, mit den Autos, mit den Schritten, mit den Handys, mit dem Dialogfetzen von Leuten, die man nicht so richtig versteht und so.
Und das gab dann so irgendwie so eine Form Grundrhythmus, es gab so einen Grundrhythmus vor eigentlich. Dieser Lärm, der hat Rhythmus in der Stadt. Stadtlärm hat Rhythmus. Und von da aus haben wir uns dann entschieden, Instrumente zu nehmen, die eigentlich nicht unbedingt in der Stadtakustik reinpassen. Also was man jetzt hört, das besteht zum großen Teil aus Holzinstrumenten und Holzperkussionsinstrumenten und auch eine selbst gebastelte Schneckenhausrassel ist da drin. Und ja, so entstand dann so eine irgendwie so eine rhythmisierte Naturstadtkakophonie, die jetzt da drin ist. Ja. Und was habt ihr da in das Schneckenhäuschen reingetan, damit es wie eine Rassel klingt? Nö, wir haben einfach so 20 Häuschen eigentlich in so einem Behälter. Und dann kommt man damit rhythmisches Schütteln produzieren. Wahnsinnig kreativ. Ja, da möchte ich einmal noch auf den Titel zu sprechen kommen. Warum Phlegm und warum Englisch? Brauchen die Banker mehr Liturgie, mehr Phlegma? Genau. Warum Phlegm? Ich glaube, mir wurde gesagt, ich bin ganz schlecht im Titel geben. Ich widerspreche dem, aber naja. Also was ich sehr schön finde, ist, dass sich die Leute sehr immer wieder die Zunge brechen, den Titel auszusprechen. Und das fand ich an sich eigentlich schön. Also rein lautmalerisch fand ich es ein sehr interessantes Wort. Weil ich porträtiere ja auch etwas, das nicht so wirklich gesund ist. Also was man sieht in dem Film. Und das ist allein schon im Titel drin. Also ich glaube, ich habe schon alles gehört. Flam, Phlegma, Flammu, irgendwie. Also die Leute tun sich schwer damit. Das finde ich lustig. Englisch habe ich gewählt, weil ich grundsätzlich eigentlich mittlerweile englische Titel benutze, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele meiner Kurzfilme in der Schweiz nicht so gut ankommen, werden selten gezeigt. Ich gehe da ein bisschen gegen den Geschmack, glaube ich, gegen den guten Geschmack des Schweizer Films, was auch immer der ist. Ja, und im Ausland werden die Filme dann häufig gezeigt, auch an größeren Festivals. Und mittlerweile sind die Titel auf Englisch und der Abspann auch. Phlegm lief schon in der Schweiz auf Festivals, hast du, glaube ich, auch schon 2 Preise mindestens gewonnen. Richtig? Ist jetzt der erste Film, der tatsächlich in der Schweiz auch ein bisschen auf Echo stößt. Da war am Neuchâtel International Fantastic Film Festival, da hat er einen Innovationspreis gewonnen. Er wird in Solothurn gezeigt, er lief in Winterthur und noch in meiner Heimatregion in St. Gallen. Wurde noch gezeigt, ja. Und wo lief er schon im Ausland? Ausland jetzt, ich glaube in Warschau hat er seine internationale Premiere. Bogota Shorts lief er. Jetzt muss ich die Liste durchgehen im Kopf. Ich glaube St. Louis in den USA. Deutschland, Berlin, Interfilm wurde gezeigt. Ey, und die restlichen, ich glaube, die müsst ihr selbst nachschauen. Ich habe den Überblick nicht. Ja. Okay, auf jeden Fall geht die Schnecke um die Welt. Ja. Gut, vielen Dank, Jan-David Bold. Genauso spannend und unterhaltsam wie dein Film war das Gespräch mit dir. Ich wünsche dir viel Erfolg und bin schon ganz gespannt auf deine nächsten Werke. Alles Gute für dich. Ja auch.